ist Sweet. Und zwar wird da unser Reporter Jim Ree auf etwas ungewöhnliche Weise sich mit Musikern und Leuten aus dieser Szene unterhalten. Diesmal ist das 3-O-Matic. Hi, hier ist Jim für Lollo Rosso, heute wieder in seiner Suite mit der Gruppe 3-O-Matic. Auf die warte ich allerdings, weil ich habe nämlich eine Überraschung für die zwei Mädchen. Aber die sind noch nicht da, weil irgendwie kann dieser Zug, der kommt einfach nicht an. Also in dem Zug müssen sie eigentlich drin sein. 3-O-Matic! Da ist er. Haben Sie 3-O-Matic gesehen? George, nochmal. Ach, da ist er ja. Hi, man, how are you? Und das ist die Gruppe 3-O-Matic hier bei Lollo Rosso. Jeder kennt den Ohrwurm. Success is the rhythm of it. Sponsored by Lollo Rosso. Swimming pools, movie stars. So, Gruppe, wie ist die eigentlich zusammengekommen? Nachdem ich von Culture weggegangen bin, George hat Harold Faltermeier verlassen, Nancy hat Hathaway verlassen und wir haben uns zusammengefunden. War Hathaway und Culture Beat eigentlich euer Sprungbrett eurer Karriere? Es gibt ein paar Spekulationen drüber, aber es ist absolut nicht wahr. Wir haben alles selbst gemacht. Also ich meine, viele Leute denken natürlich, dass es uns geholfen hat, aber das ist nicht so, weil wer kümmert sich schon um seine Background-Tänzer? George. Yeah, what did you do before? Yeah, I worked with Faltermeier like you did. Mm-hmm. Did some things with him. That was really cool. Before that, I did some projects, Aftermath, Homeboy, which is the Technocop project. Mm-hmm. And that being my big moments here. But, you know, nothing really compares to the success. And working with these two ladies is a blast, as you can see, except that I should be in the middle and you shouldn't. Eigentlich auch mal die Gesangsausbildung gemacht oder habt ihr vorher bei anderen Gruppen auch schon gesungen? Tanja und ich, wir haben eine Musical-Ausbildung. Mhm. Da ist alles dabei, Gesang, Tanz, auch Schauspiel. Und wie seid ihr auf den Hit gekommen? Success? Den gab's schon. Der war schon, unsere Produzenten hatten schon einen Song, mhm, und haben also nur noch die Interpreten dafür gesucht. Sag mal, wie sieht eure Zukunft aus mit 3-O-Matic? Super! Ende Februar kommt die zweite Single und dann sind wir schon die ganze Zeit im Studio, um am Album zu arbeiten. Und jetzt mal dann lasst uns schlafen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Jim mit 3-O-Matic aus der Suite. Bis dann. Okay, ciao. Bye.